Willkommen beim Video von Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den Honda ADV 350, der für das Modelljahr 2025 ein luxuriöses Update erhalten hat. Wenn ihr Informationen zu anderen Fahrzeugen wünscht, lasst uns bitte eine Nachricht mit der entsprechenden Fahrzeugangabe per E-Mail, über WhatsApp oder als Kommentar unter dem Video da. Honda hat den Adventure Scooter ADV 350 für 2025 gründlich aufgewertet. Die hintere Federung ist nun einstellbar, was für individuellen Komfort sorgt. Und der höhenverstellbare Windschild lässt sich in 4 Stufen über einen Bereich von 133 mm anpassen. Das neue 5 Zoll TFT-Farbdisplay unterstützt Sprachbefehle und bietet dank Optical Bonding-Technik eine klare Ablesbarkeit, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Zusätzlich lassen sich Blinker automatisch zurückstellen. Ein kleiner, aber praktischer Komfortgewinn. Bei den Farben stehen jetzt 4 neue Varianten zur Wahl. Pearl Nightstar Black, Matte Ruthenium Silver Metallic, Hyper Red und Matte Coal Black Metallic. Passend dazu erfüllt der ADV 350 mit überarbeiteten ECU-Steuereinheit und einem modifizierten Katalysator die strenge Euro 5 Plus Abgasnorm. Der Motor bleibt unverändert und liefert weiterhin starke 29 PS und ein maximales Drehmoment von 31,5 Newtonmetern. Mit einem Verbrauch von nur 3,4 Litern auf 100 Kilometer schafft der Roller eine Reichweite von über 330 Kilometern. Der 11,7 Liter Tank unterstützt so auch längere Touren und dank des Smart Key Systems kann der Schlüssel einfach in der Tasche bleiben. Für moderne Kommunikation und Navigation sorgt die Honda RoadSync App, die in Verbindung mit dem 5-Zoll-Display auf Android- oder iOS-Smartphones funktioniert. Navigation, Telefonie, Musik und Wetterberichte können über das System gesteuert werden. Ein Headset im Helm und eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone ermöglichen eine intuitive Bedienung über den Vierwegschalter am Lenker. Zusätzlich gibt es reichlich Zubehör, um den ADV 350 noch weiter an persönliche Bedürfnisse anzupassen. Von Gepäckbrücke und 50-Liter-Topcase über Heizgriffe und Sturzbügel bis zu Nebelleuchten und einer komfortableren Sitzbank. Der Stauraum unter dem Sitz bietet Platz für 2 Integralhelme und eine integrierte Trennplatte schafft Ordnung. In Italien gefertigt hat sich der Honda ADV 350 seit seiner Markteinführung 2022 mit über 22.000 verkauften Einheiten in Europa bereits etabliert. Lasst gerne ein Abo da, wer mehr solcher Updates zu den neuesten Fahrzeugen von Honda und anderen Herstellern sehen wollt.